Herzlich willkommen zu Let's Play Mass Effect. Wie angekündigt, das Let's Play zu Mass Effect habe ich ja bestimmt ein, zwei Mal erwähnt. Was ich noch sagen muss vorab, es ist ein Blind Let's Play. Ich habe nur mal kurz angespielt, das Gameplay, um die Grafik zu testen und wie es nachher letztendlich im Video aussieht. Werde ich jetzt neu starten. Ja. Oh, kann man das nicht irgendwie überspringen? Das ist doch... nervig. Neue ID eingeben. In der Video bin ich männlicher. Ja, ist gut. Bei Dialogen werde ich mein Headset neben die Box legen, beziehungsweise davor, damit die Tonqualität etwas besser wird. Also, wenn nicht... Also nicht wundern, wenn es dann auf einmal plötzlich lauter wird. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Von der Erde, skrupellos, Soldat. Erscheinung bestätigen. Annehmen, bestätigen. Ladezeit wird übersprungen, wie immer. Jetzt direkt eine schöne Cutscene und wir sehen uns nachher. Viel Spaß. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Fast seine ganze Einheit wurde auf Torfan getötet. Er erledigt seine Aufgaben um jeden Preis. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander. Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht.
Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. So. Bei mir ruckelt's und bei euch wird's wahrscheinlich nicht so sein. Das habe ich in den Aufnahmen vorhin geprüft. Jetzt habe ich keinen Bock, mit diesen Leuten zu quatschen. Die interessieren mich alle nicht. Ich will's einfach nur zum Captain.